Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den Oktober 2017. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf und ich führe euch durch die Konstellationen. Wenn ihr eine Beratung zu einer ganz persönlichen Situation braucht, stehe ich euch dafür gerne zur Verfügung. Ihr könnt auf meinem Kundentelefon anrufen oder die Beratung direkt über meine Homepage buchen. Und die findet ihr unter www.antonialangsdorf.com. Und die Infos gibt es, wenn ihr hier auf das kleine i im Bild klickt und natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Bei der Verlosung könnt ihr auch diesen Monat eine Beratung bei mir gewinnen. Wie es geht, dazu mehr am Ende des Videos. Also bleibt dran. Freut euch auf einen prickelnden Start in den Oktober, denn die Liebesplaneten Venus und Mars stehen günstig. Die stehen in eurem Sternzeichen. Ihr seid beschwingt, ihr habt Lust zu flirten und wirkt sehr anziehend auf andere. Bis Mitte des Monats steht ihr oft im Mittelpunkt und auch danach werdet ihr noch viel Freude mit den Konstellationen haben. Jetzt schauen wir uns eure Sterne genauer an und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund, also den länger wirkenden Transiten. Und die wichtigste Veränderung im Oktober ist, dass der Jupiter aus der Waage in den Skorpion geht und damit in einen guten Aspekt zur Jungfrau-Sonne hier in euer drittes Haus. Und das ist ein sehr schöner Aspekt und der beginnt jetzt für die Geburtstagskinder, die zwischen dem 24. und 28. August Geburtstag haben. Und für euch als wissbegierige Jungfrauen ist das eine super Konstellation. Der Aspekt spricht von Unterstützung, von Leichtigkeit, von Mühelosigkeit beim Erreichen eurer Ziele und Wünsche. Ihr macht Fortschritte und kriegt viel geschafft. In eurem dritten Sonnenhaus fördert Jupiter das Lernen und den Wissensaustausch. Für eure Beziehungen und für die Liebe kann das bedeuten, dass ihr Menschen kennenlernt, indem ihr euch fortbildet oder auch, dass ihr eine neue Sprache lernt, weil ihr euch in jemanden aus einem fremden Kulturkreis verliebt habt. Und überhaupt ist dieser Austausch einfach super für die wissbegierigen Jungfrauen. Außerdem unterstützt euch der Aspekt jederzeit dabei, zur richtigen Zeit die richtigen Worte zu finden. Also auch für ganz viel Liebesgeflüster. Ja, das Verhältnis zu euren Geschwistern ist auch sehr gut oder wird besser und es gibt auch einen guten Kontakt mit Nachbarn oder Freunden der unmittelbaren Umgebung. Das verbessert sich auch, falls es nicht schon gut ist. Alles über die Mythologie und die tiefenpsychologische Bedeutung dieses Jupiter-Transits erfahrt ihr in meinem Video-Special Finde den verborgenen Schatz. Nächste wichtige Konstellation für euch ist der Neptun im siebten Haus in den Fischen. Hier steht eurem Zeichen hier genau gegenüber, sehr romantisch. Und das spielt auch nochmal eine große Rolle im Zusammenhang mit dem Jupiter-Aspekt. Das erfahrt ihr alles in meinem Special. Es wird also, das nächste Jahr wird ein sehr, sehr romantisches Jahr für euch. Und das deutet sich gerade jetzt in diesem Monat schon an, weil eben diese selben romantischen Aspekte jetzt von den kurzfristigen Planeten auch gebildet werden, sodass ihr da schon mal reinspüren könnt, ne? Also es ist sehr viel Flirt-Energie in der Luft und ihr seid sehr, sehr beliebt. Und ihr könnt eben auch Leute treffen, die ihr spannend und interessant findet. Und so mancher Jungfraugeborene hat jetzt die rosa Brille auf, habe ich ja auch schon viel darüber gesprochen. Neptun ist ein toller Transit, um sich zu verlieben. Aber man sollte trotzdem sich dann ganz viel Zeit lassen, wenn man da jemanden kennenlernt. Vor allen Dingen eben auch, weil wir noch diese Spannung zu Uranus hier haben. Wenn ihr also jemanden im Internet kennengelernt habt, bitte seid vorsichtig. Schaut euch das eine Weile an. Ihr wisst ja, 90-Tage-Regel, ne? Und das ist gerade bei Internetbekanntschaften super wichtig, dass ihr darauf achtet. Denn da wird jetzt noch mehr getäuscht als sonst schon immer. Ne? Muss man also gut auf sein Herzchen aufpassen. Besonders ihr Jungfrauen, ihr liegt mir ja so am Herzen. Okay, ihr Lieben, diesen Aspekt empfangen jetzt im Oktober diejenigen, die zwischen dem 3. und 6. September Geburtstag haben, ne? Den Neptun. Dann haben wir noch einen ganz spannenden Aspekt für euch, das ist das Trigon zu Pluto, der im Steinbock steht, in einem günstigen Aspekt. Nun ist Pluto also ein solches Kaliber, dass selbst wenn er in einem günstigen Aspekt steht, man damit ein bisschen aufpassen muss. Das kann für euch bedeuten, dass ihr sehr tolle Leute kennenlernt, die auch wirklich das Potenzial haben, euch zu fördern oder wirklich auch einen Wandel in euer Leben zu bringen. Aber ihr müsst euch mit diesen Personen einig sein, wo es hingehen soll. Weil diese Pluto-Typen, die haben oft eine geheime Agenda, die haben irgendein Ziel, die wollen irgendwas erreichen und sprechen nicht immer drüber.
Das ist jetzt aber ein harmonischer Aspekt, ist jetzt gerade auch diesen Monat sehr schön ausgelöst. So dass es also wirklich auch die Chance gibt, gemeinsam sich zu entwickeln. Aber es wäre halt trotzdem gut, wenn ihr auch wüsstet, woran ihr seid. Ganz generell ist das aber auch ein toller Aspekt für euch, mehr in die Kraft zu kommen. Ist auch super für kreative Jungfraugeborene, die schaffen jetzt wirklich ganz, ganz tolle Dinge. Und überhaupt, dass die Jungfraugeborenen sich stärker fühlen, mehr Ecken und Kanten entwickeln und eben auch wirklich ganz, ganz tolle, interessante, spannende Leute in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis haben. Und dieses Trigon zu Pluto empfangen diesen Monat die Geburtstagskinder, die zwischen dem 8. und 11. September Geburtstag haben. Könnt ihr da vielleicht jemand Spannendes, Neues kennenlernen? Dann haben wir das Quadrat Saturn. Haltet noch etwas durch, das ist nicht mehr lange hin. Saturn ist jetzt nur noch bis Dezember in dem Quadrat zu eurer Sonne hier aus dem Schützen heraus. Ist ein anstrengender Aspekt, habt ihr jetzt auch schon viel Erfahrung mitgemacht. Legt einem öfter mal Steine in den Weg, prüft einen, ne? Man wird so getestet, jetzt bei euch möglicherweise aus dem Bereich der Familie heraus. Ne? Wie viel Geduld habe ich? Will ich das so noch weitermachen? Vielleicht auch jemand, der immer Forderungen stellt. Und das ist wirklich nicht so ganz einfach für euch. Ich habe darüber aber schon häufig und ausführlich gesprochen, wenn ihr da gerade in dieser Saturnkrise seid. Ich habe das sehr ausführlich im Jahreshoroskop 2017 behandelt. Dann schaut doch da auch noch mal rein. Wie gesagt, noch 2 Monate, dann habt ihr es überstanden. Und das empfangen jetzt diesen Monat die Geburtstagskinder, die zwischen dem 15. und 19. September Geburtstag haben. Und da gibt es dann auch eine Überschneidung zu denen, die den Lilith-Aspekt empfangen. Das sind die vom 18. bis 23. September. Lilith ist auch kurz davor, das Zeichen zu verlassen. Und diese Gesamtkonstellation mit Saturn und Lilith und dann ist noch der Chiron im Quadrat dazu, das kann eine Enttäuschung mit Familienmitgliedern oder auch dem Partner anzeigen. Vielleicht, dass jemand eure Hilfe braucht oder auch in Anspruch nimmt und sich dann aber undankbar zeigt. Ja, soweit also euer Erlebnishintergrund und jetzt kommen wir zu den aktuellen Konstellationen des Monats. Und am 1. Oktober stehen Sonne, Merkur und Jupiter in der Waage im zweiten Haus. Und das ist für euch eine schöne Konstellation, weil es eben im zweiten Haus ist. Das heißt, gut für Geld und es ist auch immer noch gut für die Ausstrahlung und für den Körper hier und für die Vitalität. Und wenn ihr Schnäppchenjäger seid, dann könnt ihr die nächsten Wochen dafür nutzen, was Gutes zu shoppen. Ist auf jeden Fall cool für euch. Ja, und dann natürlich Venus und Mars in der Jungfrau, in eurem Zeichen und das Ganze im Trigon zu Pluto. Das ist wirklich heiß. Und eben hier mit euch für euch im ersten Haus bedeutet, ihr habt eine super Ausstrahlung und gleichzeitig eine große Kraft. Ja, das ist auch ein Kraftaspekt. Und auch Lust und auch den Mut, auf andere zuzugehen. Wunderbar für die Liebe, für den Genuss und für die Erotik. Ist auch toll für euch, um etwas für die Schönheit zu tun. Vielleicht habt ihr Lust auf neue Klamotten oder einen neuen Haarschnitt. Und dann habe ich schon gleich am 3. für euch einen Top-Tag gefunden. Da solltet ihr euch Zeit zu zweit nehmen. Der Feiertag sieht für alle verliebten Jungfraugeborenen sehr gut aus. Und auch die Singles, die vielleicht etwas unternehmen und unter Leute kommen, haben super Chancen auf einen schönen Flirt. Die Flirtenergie steigert sich dann immer weiter bis zum Vollmond am 5., am Donnerstag, den 5. September um 20.40 Uhr. Und der findet ja statt auf der Achse Widder-Waage. Die romantische Konstellation von Venus und Mars in eurem Zeichen hat genau dann die größte Power. Das ist genial, um etwas Schönes zu erleben, wenn ihr schon gebunden seid. Als Singles könntet ihr ein Vollmondritual abhalten und eure Wünsche für die Liebe ans Universum absenden. Sie haben jetzt besonders viel Kraft. Ab dem 6. und dann so bis zum 11. haben wir ja dann eine kritische Phase. Da kommt es vielleicht zu einer Ernüchterung und da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Mein Tipp an euch wäre, seid nicht zu kritisch, ja? Und wenn etwas an euch, an eurem Gegenüber nicht gefällt, behaltet es erstmal für euch. Denn bald bekommt ihr einen superschönen Jupiter-Aspekt und dann seht ihr die Sache schon viel nachsichtiger und in einem besseren Licht. Und am 10. Oktober ist es dann soweit. Der Jupiter tritt ein in den Skorpion, in euer drittes Haus und das habe ich ja im Erlebnishintergrund schon beschrieben. Mehr Infos auch über den mythologischen Hintergrund und den tiefen psychologischen Hintergrund findet ihr in meinem Video-Special Finde den verborgenen Schatz.
Dann habe ich einen Top-Tag für euch am Donnerstag, den 12. Oktober. Da solltet ihr noch einmal die schöne Venus-Mars-Konjunktion in eurem ersten Haus genießen, bevor Venus dann das Zeichen Jungfrau verlässt. Der Mond steht an diesem Tag gut für euch für einen liebevollen Austausch mit euren Freundinnen. Dann Samstag, den 14. ist es soweit, die Venus verlässt die Jungfrau und geht in euer zweites Haus. Das ist ein super Aspekt für eure Finanzen. Und die nächste Konstellation, die für euch sehr wichtig ist, ist dann der 17. Oktober. Da tritt nämlich der Merkur ein in den Skorpion, gesellt sich hier zum Jupiter dazu am 18. Und das alles bei euch im dritten Haus. Das ist also nochmal eine sehr schöne Konstellation. Das verstärkt nochmal bis zum Monatsende die günstigen Tendenzen für den Austausch mit anderen. Da steht ihr dann im Mittelpunkt und jeder hört euch gerne zu. Ja, dann haben wir am 19. um 21.11 Uhr den Neumond auf 26 Grad Waage. Und das Thema dieses Neumonds, wo der Uranus sehr stark eingebunden ist, ist ja erwartet, das Unerwartete. Man soll offen sein für neue Ideen und neue Lösungen. Und bei euch kann es eure Finanzen betreffen. Da könnt ihr jetzt eine lang ersehnte und völlig unerwartete Lösung für ein Problem finden. Außerdem ist dieser Neumond natürlich ein sehr guter Anlass, um über den Transit von Jupiter nachzudenken. Wie wollt ihr die kommenden 13 Monate mit diesen schönen Tendenzen nutzen? Wer von euch schon immer ein Buch schreiben wollte, das ist jetzt genau das richtige Jahr dafür. Dann habe ich einen Top-Tag für euch am 21. Oktober. Da aktiviert der Mond nämlich hier die Kräfte von Jupiter und Merkur bei euch im dritten Haus und verbindet sich auch noch mit dem Pluto. Das ist also ein richtiger Vorgeschmack darauf, welche schönen kosmischen Kräfte euch in den nächsten 12 Monaten unterstützen werden. Also achtet mal drauf, was an diesem Tag so ist. Und für euch gibt es einen großen Wissensschatz zu heben und mit anderen zu teilen. Am 22. geht dann der Mars ins Zeichen Waage. Das ist auch ein sehr guter Finanzaspekt. Da haben wir hier Venus und Mars bei euch im Geldhaus. Und der Mars ist ein guter Geldeintreiber. Wenn ihr also, wenn euch jemand Geld schuldet, ne, oder halt eine Rechnung noch offen ist, dann sind die nächsten Wochen, wenn der Mars hier steht, sehr gut dafür, eben die Leute anzumahnen und zu bekommen, was euch zusteht. Ja, am 23. geht dann die Sonne morgens um 7:30 ins Zeichen Skorpion und trifft sich dort am 26. Oktober mit Jupiter. Das sind weitere spannende Impulse, die die Themen des Jupiter-Transits verstärken. Nachdenken ist ja eine Lieblingsbeschäftigung der Jungfrau-Geborenen. Also überlegt euch, welche Themen ihr euch mit Jupiters Unterstützung aneignen wollt, welchen Sachen ihr euch widmen wollt. Dann haben wir ja nochmal so eine kritische Phase vom 26. bis 28. Oktober, weil da die Venus hier eine Spannung zu Pluto bildet. Da sollte man keine radikalen und endgültigen Entscheidungen in der Liebe treffen. Und für euch kann sich das auf die Finanzen beziehen. Vielleicht versucht sich jemand, mit dem ihr eine heiße Affäre habt, bei euch Geld zu leihen und ihr findet das enttäuschend. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sich das Blatt im November noch einmal zum Besseren wendet. Also wartet noch ab. Ja, und zum Schluss des Monats gibt es nochmal einen Top-Tag für euch, und zwar Halloween. Und da feiern wir ja eben vielleicht auch das dem zugrunde liegende Fest Samhain, wenn ihr das wichtig findet. Diese Konstellationen sind sehr spirituell und passend auch zu diesem Fest. Darauf bin ich in der kosmischen Schwingung vom Oktober ausführlich eingegangen. Könnt ihr ja nochmal reinschauen. Und für euch stehen die Konstellationen top hier im 7. Haus der Partnerschaft. Und im 3. Haus sozusagen der Zaubersprüche für euch. Ihr könnt zu Halloween jemanden kennenlernen oder auch den spirituellen und magischen Gehalt dieses Festes so richtig auskosten. Oder vielleicht auch beides. Das waren eure Sterne im Oktober. Wenn ihr mehr über eure ganz persönlichen Konstellationen wissen wollt, dann berate ich euch gerne. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage www.antonialangsdorf.com und die ist auch verlinkt hinter dem kleinen i hier im Bild. Wenn ihr eine gezielte Frage zu eurem Horoskop stellen und etwas über Astrologie lernen wollt, dann ist mein Webinar Antonias Sterne genau das Richtige für euch. Da haben wir in der Gruppe immer einen ganz tollen astrologischen Austausch. Und der nächste Termin ist am Freitag, den 6. Oktober um 17 Uhr. Bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten persönliche Beratung bei mir gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom November bekannt. Und so nehmt ihr teil. Ihr postet mir bitte hier auf YouTube einen netten Kommentar, wie euch meine Horoskope gefallen oder ob ihr eine Anregung für mich habt. Und abonniert einfach meinen Kanal. Hier klicken.
Zum Eintritt von Jupiter in den Skorpion schaut euch auch das Special Finde den verborgenen Schatz an. Und, falls ihr es noch nicht gesehen habt, auch das Video Folge deinem Herzen über den Mondknoten im Löwen. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.